Herzlich willkommen zu Teil 17 der Vorlesung Qualitätsmanagement. Wenn Sie in irgendeiner Form mit Quality Function Deployment oder House of Quality in Berührung kommen, müssen Sie eigentlich nur wissen, dass diese Methode hauptsächlich dazu da ist, um weiche Kundenanforderungen, Meldungen des Marktes, Ansprüche, die Kunden an Produkte haben, die hier auf der linken Seite dargestellt sind, in Korrelation, also in Zusammenhang gebracht werden mit Merkmalen, harten, beschreibbaren Merkmalen ihres Produktes, weil dann können wir sehen, aha, wir stürzen uns auf bestimmte Merkmale, die für uns besonders wichtig sind. Jetzt können Sie Folgendes machen, dass Sie also sowohl die Kundenanforderungen als auch dann über die Korrelation die Qualitätsmerkmale irgendwo quantifizieren können. Das heißt, meinetwegen, Sie machen den sogenannten paarweisen Vergleich, dass Sie sagen, okay, bestimmte Kundenanforderungen sind einfach noch wichtiger als andere, weil da sind wir irgendwo, da treffen wir genau den Kern, des Pudels Kern, was die Kunden haben wollen. Und dann können wir eben auch sehen, wie über die Korrelation bestimmte Qualitätsmerkmale besonders wichtig sind. Wenn eben rauskommt, okay, die Leistung von diesem Kart für die Kartrennbahn, die ist das Nonplusultra, weil das eben von den Anforderungen irgendwie 40% abdeckt, weil wir haben das schon gewichtet, dann ist eben klar, dass wir hier in Leistung geben. Ja? Vielleicht ist es aber auch was anderes. Vielleicht ist es auch das Kurvenfeeling oder was weiß ich. Also alle Kundenanforderungen, wie gesagt, weich. Auch so ein Kartfahrzeug für eine Kartbahn können Sie, glaube ich, sehr schön als Beispiel auch sofort, sind Sie bestimmt schon gefahren. Was sind da Anforderungen an so ein Fahrzeug? Da kommen Ihnen bestimmt 5, 6, 7 Ideen und bitte gehen Sie da nicht als Ingenieurin oder Ingenieur ran, sondern wirklich als Nutzer. Was ist Ihnen wichtig, wenn Sie in so einem Ding sitzen? Ja? Dass Sie da bequem sitzen oder dass Sie da irgendwo reinpassen oder dass das flott geht oder dass das in der Kurve, oder verstehen Sie, diese weichen Dinge, einfach aus Sicht des Nutzers. Sie müssen versuchen, in verschiedene Rollen zu kommen. Kundenanforderungen sind Nutzerberichte oder Nutzerwünsche. So, und das bringen wir zusammen mit Qualitätsmerkmalen. Wir quantifizieren das, wir priorisieren das und wissen dann, wie wir unsere Ressourcen, unsere technischen Lösungen, die sich dann eben auch als Widerspruch in diesem Dach ergeben, auflösen können, damit wir zu einer klar spezifizierten Produktaussage kommen. Welche Qualitätsmerkmale müssen in diesem Produkt drin sein? Das ist ganz wichtiger Input dann für die Entwicklung, weil die kann ja nicht bei Null anfangen, sondern muss eben diesen aus dem Markt kolportierten Bericht sozusagen in das Produkt integrieren. Und dann kommt da ein in sich schlüssiges, hoffentlich schlüssiges System raus, was eben maximal die Kundenanforderungen entsprechend behagt. Jetzt können Sie dann Folgendes machen, dass Sie unterschiedliche Ausprägungen miteinander vergleichen, zum Beispiel auch mit Wettbewerbsprodukten. Machen viele Unternehmen, warum auch nicht, kaufen sich Produkte vom Wettbewerb, zerlegen die, schauen, wie haben die das gemacht und schauen, wie kommen die irgendwo mit Kundenanforderungen zurecht. Und dann kann man letztendlich hier eben schön sehen, auch wie unterscheidet man sich vom Wettbewerb oder zu Vorgängermodellen. Wenn Sie sagen, wir sind seit 40 Jahren Weltmarktführer bei Computermäusen, ja, und jetzt kommt die neue Computermaus. Ich habe ja gelernt, es gibt auch so Gaming-Mäuse. Ist die Frage, ja, auf welche Kundenanforderungen ist das gespielt worden, dass man da plötzlich nochmal neue Gestaltungen von Computermäusen ausrichtet? Und das alles können Sie dann eben schön im Vergleich sehen. Also House of Quality, ja, ist, also ich glaube, Sie kommen da nur durch Übung oder durch gedankliches Mal ausprobieren weiter. Lassen Sie uns doch das Ganze mal machen, Schritt für Schritt am Beispiel eines Rasenmähers. Ich habe da jetzt einfach ein Symbolbild aus dem Internet gezogen. Das war der erste Treffer, als ich Rasenmäher eingegeben habe. Quelle, wie gesagt, wie immer, alles mit dabei, nur als Symbolbild. Aber gehen wir doch mal Schritt für Schritt für so einen Rasenmäher, so eine QFD durch. Sie sind jetzt irgendwo bei einem Rasenmäherhersteller oder wollen selber einen Rasenmäher entwickeln. Warum denn auch nicht? Mal so ein Hobby am Sonntagnachmittag. Jetzt ist die Frage, wie geht man davor? Wie, wenn man diese Methode QFD anwendet, wie kommt man hier irgendwo auf neue Produkte? Und ich finde QFD deswegen so schön. Es wird so gerne von disruptiven Mechanismen gesprochen, dass man eben nicht an alten immer festhalten soll. Wenn man von Anforderungen ausgeht, von Kundenanforderungen, dann vergessen Sie bitte auch erstmal alle
existenten Lösungen. Ja? Nur so kommt man weiter. Und wenn man sich auf die Kundenanforderungen fokussiert, kommen vielleicht völlig neuartige technische Lösungen heraus. Dann ist es doch letztendlich auch wieder ein technischer Fortschritt, der ja irgendwo eine Verbesserung des Wohlstands oder der Kunden, jetzt ist die Frage, wo Kundenanforderungen herkommen, aber irgendwo ist es für die Gesellschaft oder für die diese Kundenanforderungen genannt haben, eine Nutzenerhöhung, und dafür tun wir letztendlich auch wieder was Gutes, wenn wir uns auf diese Anforderungen entsprechend konzentrieren. So, jetzt schauen wir uns unserem Beispiel. Also, das ist alles verkürzt. Wir könnten 10 Stunden über QFDs sprechen. Es gibt Lehrbücher, die sind so dick über QFD. Aber mir geht es darum, nehmen Sie mit. Weiche Kundenanforderungen übersetzen in harte Qualitäts- und Produktmerkmale, die abprüfbar sind, die Einzug halten können in ein konkretes Produkt. Und das leistet QFD. Schauen wir uns mal an. Wie ist es beim Rasenmähen? Klar, logischerweise, Schritt 1. Definition der Kundenanforderungen über Befragungen, über Erfahrungsberichte, über Reklamationen vielleicht auch. Auch das könnte ja, dass man sagt, da hat sich jemand beschwert, aber das Teil ist eigentlich gar nicht fehlgelaufen. Der hat nur gedacht, das würde eben noch mehr können. Das alles sind Quellen, die interessant sind. Und als Unternehmen oder als Teil eines Unternehmens hören Sie nie auf, Ihre Kunden irgendwo ernst zu nehmen. Das ist ganz wichtig, weil wenn Sie anfangen, Ihren Kunden vorzuschreiben, was die gut zu finden haben, das ist der Anfang vom Ende. Ja. Das kann nicht funktionieren. Der Kunde, der wird das, was er will, äußern. Und gut, wenn es technisch nicht lösbar ist, dann kann er viel wollen. Aber wir sollten ständig überlegen, wie kriegen wir das technisch gelöst und wie kriegen wir das entsprechend in Produktmerkmale übersetzt. Wichtig, nochmal, ein letztes Mal sage ich es, aber es ist mir wirklich wichtig, keine technischen Merkmale. Kundenanforderungen sind keine technischen Merkmale. Und deswegen, auch wenn Sie, auch das sage ich wiederholt, wenn Sie irgendwas bewerten, dann bewerten Sie es, wenn Sie Kundenanforderungen runterschreiben sollen als Nutzer, nicht als Ingenieurin, Ingenieur. So, wenn wir das haben, wenn wir jetzt für unseren Rasenmäher, was könnte da jetzt eben sein? Er darf nicht so schwer zu schieben sein, er soll nicht zu laut sein, und da würde ich dann auch gleich nachhaken, wieso denn nicht zu laut? Und dann kommen dann vielleicht solche Themen wie, ein Gespräch mit dem Nachbarn muss noch möglich sein. Aha, okay, gut, dann wissen wir, das wird von manchen genannt, das könnten wir dann irgendwo über die Dezibelzahl schon auch messbar machen, ob man diese Anforderungen dahin bekommt oder nicht. Vielleicht mit dem Fangkorb, dass der leicht rausgehen muss oder dass man sich nicht bücken muss und da unten hackeln muss. Dann irgendwo vielleicht, dass man leicht zu schieben beispielsweise. Ja, eine technische Lösung wäre dann zum Beispiel, dass man eine Achse antreibt. Ja, das sind wieder die Übersetzungen. Also das ist ein schönes Beispiel. Leicht zu schieben ist eine Kundenanforderung. Ja? Wenn Sie jetzt nichts antreiben, dann ist es schwer zu schieben. Wenn Sie aber über den Motor eine Achse antreiben, was ja bei den meisten Rasenmähern in den letzten 40 Jahren schon durchaus standardmäßig integriert, ich sag nur, über solche Dinge sind diese Sachen entstanden. Ja? Kommt keiner erstmal drauf, dass er sagt, die Achse wird angetrieben, sondern er kommt über die Kundenanforderungen, das muss irgendwo vernünftig zu schieben sein. Ja? Dann vielleicht, dass man sagt, okay, Sicherheitsrelevanz, ja, dass man sagt, okay, man will sich nicht den Fuß absäbeln. Ja, dann muss man halt überlegen, was kann man tun, dass man das entsprechend schützt oder vielleicht auch so gespinnerte Idee wie Lichtschranke oder sowas. Das wäre dann wieder eine technische Lösung. Aber deswegen erstmal alles aufnehmen, alles aufsaugen, was an Anforderungen von den Nutzern kommt. Und da werden Sie, wenn Sie mal ein bisschen drüber nachdenken, kommt mal beim Rasenmäher schon auf einiges, was da vielleicht interessant ist. Ja, und leicht anzumachen, ja, das kann durchaus sein. Ja. Und wenn Sie dann eben gegenüber Ihrem Wettbewerb eine Möglichkeit haben, wie das deutlich leichter ist, und Sie müssen nicht immer reißen, ich bin zum Beispiel ganz großer König drin, dass ich immer die Leine abreiße. wenn Sie vielleicht eine andere Lösung haben dafür, dass Sie sagen, Sie haben einen Startknopf, weiß ich nicht, ja, weil verstehen Sie, so können Sie dann das Ganze übersetzen, dann irgendwann im Produktmerkmal, aber erstmal sammeln Sie alle Anforderungen. So, also solche Beispielanforderungen, wie gerade gesagt, könnten Sie dann drunter schreiben. Machen Sie vielleicht einen paarweisen Vergleich. Das wäre dann schon Schritt 2. Gewichtung der einzelnen Anforderungen. Wie viel wichtiger ist es, dass man sich mit dem Nachbarn unterhalten kann, als dass man vielleicht irgendwo
sich den Fuß nicht absäbeln, oder? Keine Ahnung, wenn sich da bestimmte Dinge gewichten lassen, dann kann man das eben über den paarweisen Vergleich machen, um ein Ranking, eine Rangfolge dieser einzelnen Anforderungen irgendwie hinzuschnitzen. Sicherlich wird es auch Anforderungen geben, wie ich will meinen Garten in einer halben Stunde gemäht haben, oder? Also das ist dann wieder, oder Dauer, also es soll nicht zu lang dauern zu mähen, oder die Leistung, ja, dass man auch hohes Gras mähen kann oder sowas, ja. Das ist dann wieder, jetzt habe ich mit Leistung wieder angefangen, das war schon wieder falsch, weil das ist nicht die Anforderung, sondern die Anforderung ist, sie will auch so ein hohes Gras mähen können. Ja? Oder ich will Gras mit unterschiedlicher Höhe mähen können. Das verstehen Sie, dann muss es dann wieder irgendwo technische Lösungen geben, verstellbares Schnittbild und so weiter. Ja, aber das ist dann schon wieder die Auflösung. Also das wären dann wieder Qualitätsmerkmale. Sie merken, wie diese Matrix sich dann schön langsam aufbaut und auch richtig komplex werden kann. Das können auch mal gern 200 Felder sein da drin. Wenn Sie 20 Produktmerkmale und 10 Anforderungen haben, haben Sie schon 200 Felder. Und die gilt es dann zu beackern und jedes einzelne Feld zu überlegen, haben wir da eine Korrelation, also treffen da zwei Dinge zusammen oder nicht. Ja? Üblicherweise haben wir viele Korrelationen, weil nämlich viele Anforderungen auf viele Merkmale sich erstrecken und die Beschäftigung damit und vor allem, welche Merkmale sind denn dann im Clinch miteinander, das ist wertvoll. Da kommen wirklich Erkenntnisse raus, systematischer Natur, und man vergisst auch dann irgendwo nichts Wesentliches, weil entweder sie haben eine Anforderung vergessen oder es ist dann irgendwo ein nice to have, was auf keine Anforderung geht. Ja? So. Definition dessen, wie eine technische Realisierung aussehen könnte. Also jetzt geht's eben los, dass wir irgendwo ein Konzept brauchen, dass wir sagen, okay, wir schreiben einem Konzept bestimmte Leistungsmerkmale zu. Und jetzt sind wir in den Merkmalen. Ja? Das heißt, wir können dann eben diese Korrelation aufbauen, wie ich gerade schon gesagt habe. Aber eins nach dem anderen. Erstmal die Liste von Anforderungen. Das ist der Stein des Anstoßes. Sonst brauchen wir gar nicht in eine Konzeptüberlegung gehen. Aber wenn wir das haben, können wir dann letztendlich hier übereinander gehen. Was könnte für den Rasenmäher, was könnten da technische Merkmale sein? Das sind die Dinge, die Sie dann auch irgendwo in so Merkmalsblättern lesen. Leistung, Gewicht, Antriebs oder Vorschub, da gibt es ja auch bestimmte Kennzahlen Art des Motors etc. Also alle diese Dinge, die wir eben technisch spezifizieren können und die für uns eindeutig sind. Da gibt es dann nichts dran zu mäkeln und Geräusch und so weiter in verschiedenen Drehzahlen. Vielleicht gibt es auch eine Drehzahlsteuerung, keine Ahnung, zweiter Gang oder was auch immer. Das heißt, da brauchen wir Getriebe und also es kann komplex werden, aber es kann auch einfach bleiben. Und das ist dann eben auch letztendlich wieder, wenn Sie dann verschiedene Konzepte vergleichen, spannend und interessant zu sehen, wo da eben bestimmte Anforderungen attackiert wurden und welche eben nicht attackiert wurden. Ja? So, Vergleich mit Vorgängern im Wettbewerb, das habe ich Ihnen gesagt, also so eine QFD kann man herrlich dazu verwenden, um eben auch den Wettbewerb mal auszuhebeln und zu schauen, was haben die denn da eigentlich unter der Rasenmäherhaube drunter, was steckt denn da eigentlich alles drin und wie kann man letztendlich da auch sich selber positionieren, dann auch irgendwann in Bezug auf Preisgestaltung, weil man ja bestimmte Anforderungen und Merkmale, auch in Werbung zum Beispiel, ja, da kommen wir dann wieder zurück auf die Anforderungen, da können wir natürlich voll schießen dagegen, dass wir sagen, wir haben was wirklich leise ist, wir sind der Leiseste. Ja, wenn es eben eine große Anforderung war. Ableitung von Entwicklungsherstellung, Herstellung, Qualitätsstrategien. Ich habe es gerade noch gesagt und eventuell sogar auch Marketingstrategien. Das heißt, Sie sollten Ihr Produkt schon von Grund auf, von Beginn an gut kennen und letztendlich Ihre ganzen Herstellstrategien darauf münzen. Wenn zum Beispiel rauskommt, dass bei Ihnen irgendwie, Sie sind der einzige Rasenmäher, der eben nicht hier am Verbrenner reißt, sondern Sie haben einen Startknopf. Ja, ganz, ganz edel. Sie drücken da drauf und dann startet der Rasenmäher. Dann können Sie sowas natürlich entsprechend ausschlachten, aber natürlich ist dann diese ganze Anlassfunktion, wahrscheinlich ein Zukaufteil, entsprechend teuer. Das heißt, da brauchen Sie irgendwo auch eine Strategie. Wie binden Sie dann irgendwie einen Zulieferer ein in einer Stückzahl, wo es dann wieder erträglich wird und Ihnen nicht Ihr ganzes Preisgefüge zerhaut, weil da die Kosten des Anlassers so reindrücken, dass das halt das alles zu spät ist. Ja? Und verstehen Sie, diese ganzen Gedanken müssen Sie sich machen. Sie müssen sich immer fragen, ist es das wert?
Beackern wir da irgendwas an Kundenanforderungen oder an künftigen Kundenanforderungen? Das ist ja noch spannender, wenn Sie bestimmte Entwicklungen in der Gesellschaft vielleicht auch damit reinnehmen und sagen, okay, noch sind die Leute so, dass sie das noch nicht wollen. Aber wir setzen jetzt mal hier alles auf Rot und denken, dass in 2, 3 Jahren wird das eine Wahnsinnsanforderung sein, weil wir haben nämlich in der zweiten Ableitung festgestellt, dass da ein Trend kommen wird. Ja, wenn Sie sowas haben und da auch richtig liegen, dann herzlichen Glückwunsch. Aber das müssen Sie dann auch erstmal wieder übertragen in Produktmerkmale, in Qualitätsmerkmale und dann können Sie sehen, okay, was ist Begeisterungsmerkmal, was ist Leistungsmerkmal, was ist Grundmerkmal. Auch diese ganzen Geschichten kommen damit rein. Wahnsinnig spannende Diskussionen und über QFD oder House of Quality eben systematisch abfrühstückbar. So viel zu dieser Methode. Dankeschön an dieser Stelle. Tschüss.